Dieses ganz einfache Granny habe ich Ringelrein getauft. Du kannst damit wirklich jedes noch so kleine Garnrestel verwenden. Wir beginnen mit einem Fadenring. In diesen häkelst du 4 feste Maschen, 2 Luftmaschen, 4 feste Maschen, 2 Luftmaschen, noch einmal 4 feste Maschen, 2 Luftmaschen und noch ein viertes Mal 4 feste Maschen, 2 Luftmaschen. Den Ring zusammenziehen und wie immer mit einer Kettmasche in die erste feste Masche schließen. Durch diese Luftmaschen haben wir nun ein kleines Eckerl, also so ein ganz ein kleines Quadrat gehäkelt, und es geht gleich weiter mit einer Wendeluftmasche und wir häkeln nun immer feste Maschen weiter. Also 3 feste Maschen auf die erste Gruppe, in die Ecke eine feste Masche, 2 Luftmaschen, eine feste Masche. In die nächste Gruppe, auf die nächste Gruppe 3 feste Maschen und wieder in die Ecke eine feste Masche, 3 Luftmaschen, eine feste Masche. Das wiederholst du bis zum Ende der Runde und beendest die Runde mit einer Kettmasche. So, du kannst es dann noch so zurecht zupfen, dass dann wirklich ein kleines Quadrat entsteht. Und der Trick bei diesem Granny ist, du kannst das ganze Granny nur mit festen Maschen häkeln. Ich zeige dir aber, wie du dieses auch variieren kannst. Der Trick daran ist, dass du einfach wirklich deine Wollreste verarbeitest. Du brauchst für eine Runde nur sehr wenig Garn und du kannst mit diesem Granny außerdem Farben von deinen anderen Grannys unterstreichen und damit eine Verbindung schaffen zwischen unterschiedlichen Farben, wenn du sehr unterschiedliche Garnreste hast. Du häkelst ganz genauso weiter, auf jede feste Masche eine feste Masche und in die Ecken jeweils eine feste Masche, 2 Luftmaschen, eine feste Masche. Und du beendest jede Runde mit einer Kettmasche in die erste feste Masche. Du siehst, es bildet sich schon so ein Quadrat und ich wechsle wieder die Farbe. Und wieder eine Wendeluftmasche, eine feste Masche in jede feste Masche und in die Ecke eine feste Masche, 2 Luftmaschen, eine feste Masche. Diese Runde wird beendet mit einer Kettmasche in die erste feste Masche. Ich häkle hier noch eine Runde mit der gleichen Farbe drauf. Wenn dir das mit den festen Maschen, die sind ja nicht sehr hoch, zu langsam geht, kannst du das gleiche natürlich mit halbem Stäbchen häkeln. In die Ecke eine feste Masche, 2 Luftmaschen, eine feste Masche. Wenn du aufgepasst hast, überspringe ich eigentlich immer die Masche, die unmittelbar nach der Ecke ist. Wenn du diese häkelst, dann werden die Ecken ein bisschen spitzer. Wenn du sie überspringst, werden sie ein bisschen weniger spitz.
Das ist Geschmackssache. Das probierst du am besten aus. Und wieder eine Kettmasche zum Schließen. So, wenn dir das zu langweilig ist, also du kannst nun das ganze Granny auf die Art mit Ringelreihen und mit festen Maschen häkeln. Wenn dir die festen Maschen zu langweilig sind, dann kannst du hier natürlich unterbrechen oder ergänzen mit einem der Muster, die wir in den vorigen Grannys schon kennengelernt haben. Und ich mache das hier mit einer Runde Büschelmaschen. Das heißt, drei Wendeluftmaschen und in die gleiche Masche ein Umschlag einstechen, Faden holen. Noch einmal ein Umschlag einstechen, Faden holen. Alle Schlingen auf einmal abhäkeln. Zwei Luftmaschen, eine Masche überspringen und ein Dreifachbüschel in diese feste Masche häkeln. Wichtig ist, dass du dabei immer den Faden lang ziehst, damit diese Büschel ausreichend hoch werden. In die Ecke häkelst du drei solcher Dreifachbüschelmaschen und ebenfalls jeweils zwei Luftmaschen dazwischen. Also die erste Büschelmasche, zwei Luftmaschen, in den gleichen Bogen eine zweite Büschelmasche mit dreimal einstechen und gemeinsam abhäkeln, noch einmal zwei Luftmaschen und eine dritte Büschelmasche. Und gemeinsam abhäkeln und zwei Luftmaschen. Wieder eine Masche überspringen und in die übernächste wieder so eine Büschelmasche. Auch das wiederholst du über die ganze Runde. Und du beendest die Runde mit zwei Luftmaschen und einer Kettmasche in die Wendeluftmaschen vom Anfang. Der Kontrast zwischen den ganz glatten, also flachen, festen Maschen und den Büschelmaschen wirkt sehr reizvoll. Und dann kannst du zum Beispiel wieder mit festen Maschen weiter häkeln. In die Spitze jeder Büschelmasche eine feste Masche und zwischen die Büschelmaschen eine feste Masche. Und wieder eine in die Spitze und wieder eine in den Zwischenraum, in die Lücke dazwischen. Eine in die Spitze und in der Ecke, also in der mittleren Büschelmasche der Ecke, häkeln wir eine feste Masche, zwei Luftmaschen, eine feste Masche und dann wieder eine dazwischen und eine auf die Büschelmasche, eine dazwischen und so weiter. Du siehst also auch, so ein ganz einfaches Granny Square kann sehr reizvoll aussehen. Und du kannst hier wieder mit weiteren Farben fortsetzen. Ich nehme hier noch einmal den Blauton. Jetzt kommt einfach in jede feste Masche eine feste Masche. Und in die Ecke wieder eine feste Masche, zwei Luftmaschen, eine feste Masche. Unser Granny wächst. Auch hier fügst du wieder so viele Runden dran, wie du benötigst für die Größe des Grannys. Hier habe ich das wieder mit einem Verlaufsgarn gemacht, da entstehen die Streifen ganz von allein. Wobei ich hier in der zweiten Runde noch vier Gruppen von drei halben Stäbchen gemacht habe, mit jeweils fünf Luftmaschen in den Ecken.